Also wir haben die Einsatzkräfte rücken an. Das ist ein Verband von einem HLF und einem Panzerverband. Darum, was Fakt ist und entscheidet jetzt, was gemacht werden soll. Er gibt den Einsatzkräften den Einsatzbefehl und dann weiß jeder auch, was er machen soll. Thank you.
Ja, der Gruppenführer geht jetzt wieder zur Lagerhüllung vor und in der Hand hat er eine Wärmebildkamera. Damit, das ist eine Infrarotkamera, also die hat den Fotoobjektiv drin, die geht nur auf Infrarot. Und damit kann man bei jedem Licht, wenn der Augenbach auf ist oder wenn man ihn nicht sieht, alles sichtbar machen. Er kann jetzt auch sehen, wo die heißesten Stellen im Gebäude sind und kann kontinuierlich das abwäschen lassen. Die Wärmebildkamera macht auch Sinn bei Verkehrsunfällen. Ich kann sehen, wie viele Leute auf Sitze gesessen haben bei der Abfahrt, von wo immer noch nach einer langen Zeit sichtbar ist. Oder bei Personensuche, wenn jemand im Rahmen liegt oder was, das sehe ich in sehr weiter Entfernung. Der Gruppenführer kontrolliert jetzt nochmal, ob das Feuer aus ist, ob irgendwo heiße Stellen sind, die nachgelöscht werden müssen. Und ich wollte alles bereit sein, wenn man etwas abgegangen und alles so gut. Zum Abbau fertig. Alles verhastet. Normalerweise ist jetzt Zeit dann, dass die Feuerwehrfahrzeuge in die Fahrzeughalle einrücken. Es werden die Schläuche alles getauscht, das geht zur Prüfung. Und das wird neu gestartet. Und dann ist der Einsatz beendet. Und die Kameraden können wieder ins Bett gehen.